Integration durch Bildung. Ein Thema mit Diskussionsbedarf. Bei der Veranstaltung der CDU-Fraktion zur dritten Bremer Integrationswoche sprach Armin Laschet, erster Integrationsminister Deutschlands und Landesvorsitzender der CDU in NRW. Nach jahrzehntelangen Versäumnissen muss die Gesellschaft zur Einwanderungsgesellschaft werden, in der Bildung beruflich-soziale Fahrstühle nach oben eröffnet. Das ist die große Aufgabe der Bildungspolitik, individuell zu fördern, auch in vielfältigen Schulformen für jedes Kind die besten Potenziale zu fördern, die das Kind hat. Das beginnt im Kindergarten mit der frühkindlichen Bildung, mit Sprachförderung möglichst schon in der Kindertagesstätte, dann Ganztagsangebote, um zu helfen, wo Eltern nicht helfen konnten. Und diese ganze Kette der Bildungspolitik daraufhin auszurichten, jeden mitzunehmen und nicht abzuschulen oder die Aufgabe darin zu sehen, nach unten Menschen durch den Rost fallen zu lassen, das ist der große Umschwung, der jetzt erforderlich ist. Und der betrifft Zuwandererkinder, aber auch deutsche Kinder. Daher setzt die CDU-Bürgerschaftsfraktion sich für ein Gymnasium im Bremer Westen ein. Also das hat mich heute schon gewundert, so einige sozialdemokratische Wortmeldungen, die Gymnasium als selektiv wahrnehmen und als Endziel eigentlich ein integriertes Schulsystem haben, wo alle Kinder in der gleichen Schule sind. Die Bildungsergebnisse in Bremen sind nicht so toll für Migrantenkinder und Kinder, die es schaffen wollen. Die Bildungsarmut ist in Bremen mit am höchsten in ganz Deutschland. Und deshalb finde ich, sollte man unterschiedliche Schulformen zulassen. Selbst Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen anerkennt heute das Gymnasium als eine Form, die gute Arbeit leistet. Und wir bauen neue Schulformen, wo sich auch die CDU bewegt hat, daneben auf. Aber das Endziel, am Ende soll es nur noch eine Schule für alle geben, ist, glaube ich, keines, was den Kindern individuell gerecht wird. Ich finde also diese Idee, in einem solch großen Teil der Stadt Bremen mit fast 100.000 Menschen im Einzugsbereich, dass die Bildung da hingeht, dass ein Gymnasium da errichtet wird, halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Signal. Und jeder, der aus schulideologischen Gründen das verweigert, verweigert diesen Kindern Bildungs- und Aufstiegschancen. Und deshalb finde ich es gut, dass die CDU sich dieses Thema zum Thema gemacht hat.